Kriegen wir dann Merz als Kanzler? Ja, oder Prinz Markus, wenn er sich entscheidet, doch deutschlandweit zu machen. nee, aber ich würde auch sagen, es sieht stark nach einer nächsten CDU-geführten Bundesregierung aus. Wer jetzt dann der Partner ist am Ende des Tages, dann die Frage, wie du auch sagst, so, ob überhaupt so viel Alternative noch ist. Also auch gute News für alle, die es mit dem Kapitalismus halten, sieht danach aus, dass die Linkspartei es auch nicht mal im Bundestag schaffen wird. Die Fraktionen haben sie schon aufgelöst. Die drei Direktmandate, die sie als gerettet haben, gehen mittlerweile auch zurück. Und 5% bundesweit sowieso schon lange nicht mehr aktuell. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel Alternative angenommen. Die FDP schafft es nämlich auch nicht. Haben wir auf einmal einen Bundestag aus 4 Parteien. So eine darf quasi nicht mit in die Regierung genommen werden, laut der öffentlichen Meinung. So, dann bleiben halt nur noch 2 übrig. Und dann geht es halt darum, ob man da irgendwie eine Lösung zusammenschustern kann. Das heißt, dann könnte es aber auch passieren, dass man sagt, okay, es wird eine GroKo, aber mit SPD und Grünen und Schwarzen. Das heißt, dann hat man dann die absolute Mehrheit, ne? Und dann hat man die 4 zusammen. Ach, das ist, ich glaube, das ist Kenia dann, oder? Ja, ich glaube, das ist dann Kenia. Ja, gerne mal den Flaggencheck machen, in die Kommentare schreiben, Koalition wäre das dann tatsächlich. Aber ich glaube, da kriegst du im Endeffekt, also das ist meine Meinung, ne? Im Endeffekt geht es auch nur um Posten. Und dann könnten alle Häuptlinge aus diesen Parteien irgendwie noch einen Posten abstauben und könnten sich da profilieren. Politik gibt es ja schon lange nicht mehr, bei keiner dieser Parteien. Mm-mm. Und also die da jetzt irgendwie Regierungsverantwortung tragen oder das auch wieder tun wollen. Und deswegen, ich befürchte sogar, wenn die Ampel platzt, besser wird es nicht. Ne? Also nicht, dass das jetzt gut wäre, aber zumindest weißt du bei denen, die jetzt dran sind, auf was du dich verlassen kannst, nämlich auf nichts. Und deswegen glaube ich, wie wir es ja schon mal gesagt haben, es muss, glaube ich, erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ich bin überzeugt davon, die kriegen es auch noch hin, das nochmal 2 Jahre lang noch weiter reinzureißen. Aber wie schlimm kann es noch werden? Das Einzige, was jetzt noch wirklich den kompletten Bürger, wäre ein Lastenausgleich. Der ja auch schon, muss man mal dazu sagen, im SPD, ich glaube, im Parteiprogramm jetzt aufgenommen wurde, dass also quasi alle, die mehr haben, der Durchschnitt, müssen umverteilt werden. Und wenn das die FDP mitmachen würde, also ich glaube, dann müssen sie aufpassen, dass wirklich die Bauern, die jetzt schon in Berlin protestieren, dass die nicht mit der Mistgabel hinter der FDP herrennen, das wäre der Wahnsinn. Ich glaube, es könnte schon noch deutlich schlimmer werden. Zum Beispiel, auch wenn man ein bisschen drüber denkt, Deutschland ist nach wie vor der größte Zahler innerhalb der EU. Und jetzt muss es ja bloß mal so weit kommen, dass die EU ihre Gelder nicht mehr bekommt. Ne? Und dann werden alle anderen sagen, ja, wir brauchen aber Geld von euch. Und wenn du das Geld aber nicht hast, wenn du das Geld einfach nicht hast, weil du eben das Geld irgendwo anders verplemperst und rausschmeißt, was machst du dann? Dann haben wir als nächstes eine Euro-Krise, so wie zuletzt mit Griechenland und so weiter, bloß diesmal geht es dann nicht um die Südländer, sondern diesmal geht es um das eine Nordland. Und deswegen, ich glaube, Deutschland hat auch ein bisschen Pech jetzt in der Beziehung, weil wir haben momentan wieder einen relativ milden Winter und die Öl- und Erdgaspreise sind gesunken. Ne? Also ich glaube, wenn wir wirklich jetzt mal hohe Ölpreise gehabt hätten, $100, $150 oder sowas und der Erdgaspreis noch hoch, dann sähe es hier nochmal ganz, ganz finster aus. Ist aber nicht passiert. Letztes Jahr schon Glück gehabt, dieses Jahr wieder Glück gehabt. Und keine Ahnung, was noch passiert. Aber auf jeden Fall auch nächstes Jahr. Ne? Was ist zum Beispiel, wenn jetzt die Amerikaner, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber was ist, wenn die Amerikaner, und da bin ich überzeugt davon, jetzt sagen so, Ukraine ist Schluss. Wir zahlen euch nichts mehr. Ja. So, dann hat ja schon Frau Baerbock gesagt, ja, dann übernehmen wir das alles. Ne? Und dann viel Spaß. Und dann reitest du das ganze Ding noch weiter rein. Und dann, glaube ich, kann es schon noch deutlich, deutlich schlimmer werden. Weil, wie gesagt, dann kommt eben vielleicht ein Lastenausgleich. Und im Endeffekt ist ja aber so, haben wir es nichts vor, den ganz Reichen kannst du nichts wegnehmen. Weil die dann einfach wissen, wie es geht. Und den ganz Armen kannst du auch nichts wegnehmen. Also nimmst du es an der Mittelschicht weg. Und das heißt, der Masse nimmst du es dann einfach weg. Ne, ja. den ganz normalen Leuten, die arbeiten gehen und so weiter, und dann kann es schon nochmal deutlich schlimmer werden. So, jetzt lasst uns mal abstimmen zum Ende dieses Podcasts hier. Wer sagt, oder wir sagen mal, Ampel platzt, ja oder nein, Fabian? Ja. Michael? Nein, am Ende dich.
Ich sage auch nein, also deswegen 2-1 für uns, Fabian. Demokratie, ne? Jetzt machen wir, ich wollte gerade sagen, Demokratie entscheidet, also wird die Ampel nicht platzen. Aber das ist, nein, aber Spaß beiseite, ist natürlich nur unsere ganz, ganz subjektive Meinung, kann so viel passieren. Deswegen auch immer in den Kommentaren, schreibt mal dazu, was ihr denkt. Platzt die Ampel, nicht euer Wunschdenken, sondern ich glaube, Wunschdenken ist was anderes als jetzt Realismus, sondern platzt die Ampel und wenn ja, wann? Ne? Ja. Also wenn, Fabian, du sagst ja, wann? Was nee, also bis ins neue Jahr geht's. Bis ins neue Jahr geht's noch, ich glaube im Februar. Februar, okay. Ja. Okay, was könnte so ein Auslöser sein? Ja, wie gesagt, die Migrationskrise, beziehungsweise die Sachen dazu verschlimmern sich und die Grünen bleiben weiterhin bei ihrer, ich sage jetzt mal, Meinung und blockieren weitere Gesetze für schnellere Abschiebungen, andere Abschiebungen und warten wir mal die Silvesternacht ab, was da wieder passiert. Gab es ja schon mal. Und wenn das halt dieses Mal wieder oder in ähnlicher Form passiert, auch Berlin etc., dann will ich mal sehen, ob dann die FDP und die SPD immer noch so eine Meinung haben mit Abschiebungen, dass man da sich den Grünen beugt. Weil in meinen Augen haben die Grünen viel zu viel Macht bekommen und werden jetzt auch abgestraft dafür. Wenn dir dieser Clip gefallen hat, hier oben gibt es den nächsten und wenn du die ganze Folge sehen willst, die findest du hier.